Krisenhaft. Lebenslänglich. Scheißgefühl, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist so das dominante Lebensgefühl in unserer Zusammenbruchsgesellschaft ohne Tempolimit im ausgehenden Spätkapitalismus. Ja, Soziologen haben da ja einen Begriff für. Thermalkrise. Das ist so ein bisschen so der Celebrity-Couple-Name für permanente Krise. Also so wie Brangelina, Permakrise. Ist ja auch auf allen Glanzblättern der Republik jeden Tag zu lesen, ne? Also genauso wie Brangelina damals, als es die noch gab. Aber die Permakrise gibt es ja immer noch. Ich warte auf den Tag, an dem die sich trennen. Ja, ich meine, guckt in die Schmierblätter, ja? Zeit, Süddeutsche, Frankfurter, ja? Jeden Tag lesen wir, und diejenigen von euch, die den Begriff noch nicht gehört haben und sich denken, von welcher der vielen Krisen redet sie denn jetzt? Genau, das ist der Dachbegriff. So völlig egal, welche Krise du meinst, Permakrise, das ist so alles Schlimme. Und daran wissen wir, dass es wirklich schlimm ist, weil Soziologen, also die finden nur neue Begriffe für Sachen, wenn es richtig schlimm ist. Also so richtig schlimm. Weil für alles andere würde ja das normale Vokabular noch ausreichen. Und das ist umfangreich, das normale Vokabular. Also bei Soziologen. So, und wenn das nicht mehr reicht, dann brauchen die einen neuen Begriff. Und wenn die unsere Zeit als Permakrise mit einem neuen Begriff labeln, dann müssen wir. Also wir stecken da ganz schön drin. Ja. Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, gut, was machen Soziologen? Die sitzen da den ganzen Tag und beobachten Gesellschaft. Also ungefähr so. So, ungefähr beobachten die. Und finden Probleme. Also da achten die so drauf, so die Probleme suchen die sich raus. Gut, jetzt könnte man sagen, ne, ihr kennt vielleicht das Prinzip, das, wo du drauf achtest, das wird dann größer. Und ich sage nur, jeder, der mal einen Mückenstich hatte, hier besteht ja dann nur noch aus Mückenstich, ja, so ungefähr besteht dann Gesellschaft eben nur noch aus Problemen, Armut, Ungleichheit, Markus Söder. Also das reißt überhaupt nicht ab. Ja, und dann sitzen die da und beschreiben diese Probleme relativ ausführlich. Also so ein bisschen wie so ein Radiologe in der Medizin. Ja, der guckt aufs Bild und sagt, ich glaube, das ist das. Heilen, lösen das Problem. Das muss der behandeln, da macht das, tut mir leid. Und ungefähr so machen Soziologen das auch. Die beschreiben, die beobachten und beschreiben und analysieren sehr ausführlich und sagen dann, ja, also das Problem möge dann jetzt jemand bitte lösen. Hier so Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, macht mal. Ich finde, daran merkt man so ein bisschen so bürgerliche Attitude, die in diesem Fach immer noch so innewohnt. Ja, Garçon, ihr mögt bitte euch kümmern, danke. Ja. Auch wenn man als Soziologe, also in der Soziologie wird immer behauptet, nee, wir sind mit der Arbeiterklasse solidarisch hier und so. Ja. Aber es möge sich jetzt mal bitte jemand um die Probleme kümmern. Ja, danke, ich gehe dabei das nächste Problem finden. Oh, da, Permakrise, was Neues. Ja, das ist Soziologie. Finde ich, macht auf Dauer depressiv. Ich bin Soziologin und habe dann irgendwann beschlossen, nee, also da springe ich irgendwann aus dem Elfenbeinturm, es kann ich nicht mehr mitmachen. Ich gehe jetzt die Probleme mal wirklich lösen. Ich gehe die anpacken oder, also wir beschreiben die ganze, aber das ist nicht Armut, Ungleichheit, Markus Söder auch immer noch da, das lösen wir jetzt mal. Aber wie? Also wie geht das? Habe ich ja nicht gelernt. Lernst du ja im Soziologiestudium nicht. Da lernst du ja nur diagnostizieren.
behandeln soll ja dann der andere. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, so alle, nur nicht ich. Genau. Und dann musste ich das rausfinden. Dann weißt du, okay, ich recherchiere mal. Wie geht das? So. Und also was sind so Lösungsansätze? Also Welt hat Probleme, wo fangen wir an? Bisschen rumgegoogelt so, bin dann relativ schnell draufgekommen. Elon Musk auf den Mars schießen, also das würde die Menschheit wohl recht weit bringen. Ich gedacht, ja okay, Elon Musk auf den Mars, ja kann man, für einen Anfang sage ich mal, erste Maßnahme, kann man mal machen. Andererseits, ich meine die neuere Elon Musk Hochberichterstattung, weiß ja auch zu berichten, wir brauchen den gar nicht mehr auf dem Mars. Der schießt sich selber jeden Tag bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Also hier habe ich gedacht, nee, um den brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen mehr zu machen. An dem Ende ist eigentlich alles gut. Dann dachte ich, das ist vielleicht auch eine Lösung. Einfach das Positive sehen, also einfach die Probleme gar nicht mehr sehen. Ne? Also ich kann den Spieß ja auch umdrehen. Ne? Also was weiß ich, was sind die positiven Nachrichten, ja? Elon Musk ist kein Problem, so 80% aller Deutschen sind keine Nazis, es gibt Eisbären, noch, die Herren Dobrindt und Scheuer sind nicht Bundeskanzler. Ja, also googelt das mal. Googelt mal Dobrindt, Scheuer, Bahn, Maut. Also das ist, hat sich übrigens auch, die Glanzblätter der Republik haben da auch alle ihre Glosse dazu. Oder ihre, also wir Soziologen füllen ja das Feuilleton und das ist voll mit dem Thema. Ich sag mal so. Ja, nee, also insofern sind das doch auch gute Nachrichten. So, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist auch schon mal, dann sind wir schon mal viele Probleme los. Aber irgendwie so ganz zufrieden war ich auch noch nicht. Und dann habe ich aber gelesen von einem Vorstoß aus der Politik, dachte ich, oh, die, auf die wir mal gezeigt haben, die tun doch was. Also da könnte sich revolutionär was ändern. Am 1. April, kein Scherz, ich weiß, am 1. April wird Gras legalisiert. Dachte ich, oh, das ist eine Maßnahme. Und da habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich konsequent. Ja, sich ins Weltall schießen oder sich die Welt machen, wie sie mir gefällt, wenn das die Lösungsansätze sind, ist das eigentlich für die breite Masse, wir können ja nicht alle auf den Mars fliegen, sagen wir mal ehrlich, ja, und nicht jeder von uns ist eine gute Nachricht, sagen wir auch mal ehrlich. Also da können doch, da, das ist doch die skalierungsfähige Antwort, ja. Und da habe ich gedacht, bin ich noch froher, dass die Herren Dobrindt und Scheuer nicht Kanzler sind, weil was haben wir dann, ja? Alles kommt mit Verspätung an oder du kriegst einen Ersatzstoff, ist aber scheiße. Gut, du kriegst hinterher eine Entschädigung, hast aber einen scheiß Trip gehabt. Ja, da kann man mal froh sein, ja. Ja, und dann habe ich gedacht, ich meine, meine Umsetzungsfähigkeiten sind ungefähr so gut wie die von CSU-Politikern, das Bundesverkehrsministerium zu führen. Ja? Also ich will mich da ja auch gar nicht irgendwie mir da was rausnehmen. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn das so die Optionen sind, dann ist gegen die Permakrise, glaube ich, einfach auch kein Kraut gewachsen. Sollte sich das ändern, komme ich zurück und erzähle es euch. Und ich hoffe, wir werden viel Spaß dabei haben. Dankeschön. Laura Henkel.